Ja, guten Morgen, liebe Freunde von Skisprung TV. Wir haben das ja schon traditionell so gehandhabt, dass wir uns auch vor den Wettkämpfen melden. Engelberg am Samstagvormittag, leichter Schneefall. Gerd, dürfte im Moment das Springen noch nicht behindern? Nein, im Moment ist es überhaupt kein Problem, wenn der Schneefall so bleibt. Vor allen Dingen, weil der Wind nicht da ist. Somit kann man den Rhythmus auch ein bisschen erhöhen. Also keine Gefahr und es sieht gut aus für heute Nachmittag. Absolute Neuigkeiten gibt's, denke ich, nicht zu vermelden. Allerdings da und dort ein bisschen Unzufriedenheit über das Abschneiden von gestern. Das soll heute besser werden. Jeder weiß, die Deutschen sind gemeint. Selbst die Österreicher waren nicht ganz zufrieden, obwohl Zweiter oder Dritter, aber die wollen halt immer Erster werden. Ja, und die Schweizer, die Glocken dröhnen jetzt noch. Gestern Abend gab's die Startnummerübergabe. Ich nehme an, zuschauermäßig wird das heute auch nicht so schlecht aussehen. Ja, davon kann man ausgehen. Also Simon Ammann hat natürlich mit seinem Sieg alles dafür getan, dass das Stadion heute richtig voll wird. Letztes Jahr waren auch schon so um die 5000 Zuschauer hier, also spricht einiges für sich. Harry Olli ist erkrankt, aber wird wahrscheinlich auch an den Start gehen können. Also das sind wirklich nur die News über Nacht und alles andere werden wir dann ab 13.45 Uhr sehen. Dem ist nicht allzu viel hinzuzufügen, auch die Qualifikation bieten wir Ihnen schon an, aber auf Eurosport 2. Also dann bis nachher mit Gerd Siegmund und Dirk Thiele.